Und damit moin moin und herzlich willkommen zur 15. Folge des SimCity 5 Let's Plays mit mir, mit eurem Badeschlappen. Ihr seht im Hintergrund unser Wohngebiet der mittleren Einkommensschicht. Und was sich da gerade entwickelt, ist doch der absolute Hammer, oder? Guckt euch mal an, wie da Gebäude aus dem Boden sprießen. Das ist der Hammer schlechthin. Also da entwickelt sich auf jeden Fall schon mal was richtig Gutes. Das, denke ich, haben wir nicht allzu verkehrt gemacht, ne? Da können wir uns nicht beschweren. Und ihr seht auch, wir haben hier ein großes Problem, was den Stau angeht. Ey, da müssen wir echt mal gucken. Schaut euch das an. Entweder man macht einfach ein Upgrade für die Straße, was jetzt für den Moment wahrscheinlich das Beste wäre. Aber wir haben ja eigentlich... Oh, da auch, ey. Krass. Krass. Wir haben ja eigentlich... Warte, ich will nochmal gucken. Dann setze ich nochmal neu an und versuche den Satz zu vollenden. Das ist zweispurig, wenn wir es upgraden. Ist das... Das sind dreispurig, ne? Also, ja. Auf einer Seite. Sechsspurig dann insgesamt, ja. Und das würde kosten 7.000 Euro. Ne, wartet mal. Denn jetzt fange ich nochmal an. Wir wollten ja ein neues, beziehungsweise überhaupt mal ein Busdepot bauen. Und zwar gleich so einen ganzen Busbahnhof. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich bin nur am Überlegen, aber wenn ich das jetzt hier so hinzimmer, dann müssten wir doch durchaus noch mega Platz haben. Für das, bis zu dem Bäumchen da. Und da müssen wir schon aufpassen. Warte mal, welches Bäumchen? Das da, naja. Und da müssen wir schon echt aufpassen. Ja, das klappt locker. Um Gottes Willen. Okay, das kriegen wir locker hin. Bauen wir das sogar hier nah dran? Ich weiß es nicht. Ja. So. Bauen wir das da schon mal nämlich hin. Und dann haben wir jetzt halt nämlich schon einen Busbahnhof und würden damit schon mal ein bisschen, ja, das Ganze entschleunigen, den ganzen Verkehr. Beziehungsweise den Stau. Weiß noch nicht, ob wir vielleicht gleich sogar noch einen zweiten hier anbauen sollen. Glaube ich, würde fast Sinn machen. 15.000. Oh, 15.000. Das ist krass. Hier ein Schild. Okay. Park and Ride. Das werden wir machen, denn das wird auch nochmal ein bisschen was rausnehmen. Vielleicht sogar gleich mal hier. Wollen wir das machen? Oder gleich mal am Eingang von der Stadt. Wäre vielleicht nicht schlecht. Machen wir hier. So. Dann hier überall ein paar Schilder, das reicht. Da wieder aufpassen, ne? Wie gesagt, einmal links, einmal rechts soll mehr bringen. Rechts, rechts, links. Ja, links, Gott sei Dank. Rechts. Links. Das ist eigentlich egal. Dann bauen wir das hier so und hier drüben. So, dann haben die schon mal eine ganz gute Verbindung. So, da müssen wir gucken, dass wir eine echt starke hinkriegen. Denn da wird ja unser Messegelände entstehen. Da sollte die Verbindung schon echt ziemlich gut sein. Da könnte man auch über so ein Park and Ride nachdenken. Ich glaube, wir bauen einfach hier eins hin. So, ganz einfach. Die war auf der Seite, dann wieder hier. Dann wieder hier, es riecht verbrannt. Okay. Dann wieder hier, dann hier. Zack, zack. Da haben wir keine. Dann bauen wir hier nochmal eine ran. Und hier nochmal eine ran. So, dann passt das erstmal. Okay, wunderbar. So, dann hier hochwärts. Rechts, links, da drüben, da, 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 da. Na, geht hier nicht. Doch, geht. Okay, und dann müssen wir die noch auskleiden und dann denke ich mal, haben wir es. Halt die auch noch. So, und jetzt müsste es passen. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich mal eben erwähnen, dass wir hier nicht noch weiter rauszoomen können. Ich würde ganz gerne noch mehr rauszoomen, um das zu sehen. Aber gut. Ach Leute, jetzt haben wir übrigens was verpasst. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wir drücken mal auf Stopp. Ich habe ja im letzten Part noch das Theater gestartet. So, da zoomen wir mal hin. Ist jetzt nichts Spannendes, aber ihr könnt mal zuhören. Dann hört ihr ein bisschen was passiert hier. Ganz leise, ich weiß nicht, wie man die Hintergrundmusik jetzt hört. Aber ihr hört ein bisschen, was kommt. Wir haben aktuelle Auszahlung 6.600, sprich wir haben... ja, insgesamt, sage ich mal, 12.600 praktisch in Anführungszeichen eingenommen. Und dadurch, dass wir jetzt praktisch noch 6.000 zahlen müssen, dadurch, dass wir die Veranstaltung überhaupt hier möglich gemacht haben, ja, bleiben 6.600 übrig. Und die werden jetzt gleich, meistens ist um 12 aus. Genau, jetzt ist aus. Können wir gleich wieder planen übrigens. Genau dasselbe nochmal. Denn jetzt haben wir auch ein bessere... wo kommen da die Autos her? Oder ist da unten noch ein... Hä? Da stehen die Autos drin. Komm, jetzt fahr mal los. Hallo.
Oder will der nicht? Da stehen jetzt die Autos drin. Komisch. Auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ach ja, jetzt haben wir eine bessere Busanbindung. Oh, jetzt rennen die alle hier zu der Bushalte, oder? Oder in ihre Häuser? Ich weiß es nicht. Wo rennen die denn hin? Da kommt doch nichts mehr. Ist ja nicht zum Bus hier. Oh, ein bisschen schneller. Boah, warten die jetzt da alle beim Bus? Das können ein bisschen... Ja. Ach, du Heilige. Die rennen gleich weiter. Sind die so schlau? Die verschwinden im... Ja, die verschwinden im Boden. Boah, krass. Da müssen mal ein paar Busse vorbeikommen hier. Und hier, hier unten können noch welche warten. Okay, nee, das passt soweit, aber dann können wir da durchaus mehr Leute anlocken. Und dann wird jetzt geplant. So, und wir werden jetzt mal Stopp machen hier und mal die Straßen upgraden. Denn das ist dringend nötig. So, Hauptstraße mit hoher Dichte reicht erstmal. Straßenbahn erstmal noch nicht. Das kriegen wir schon hin. Auf die Seite auf jeden Fall so. 200 haben wir noch übrig, das passt, beziehungsweise passt nicht so. Und ich muss nochmal ganz kurz unterbrechen. Ich brauche nochmal einen Schluck Tee. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Also verzeiht mir kurz. Wir machen mal weiter. Dann seht ihr zumindest ein bisschen was. So. So, großer Schluck genommen. Stimme ist einigermaßen wieder in Ordnung. Und dann gucken wir mal. Hier ist immer noch ein großer Stau, ne? Obwohl es jetzt dreispurig ist. Krass, oder halt. Ja, und hier steht natürlich jetzt die Feuerwehr irgendwo im Stau und kann hier nicht löschen. Wo kommt sie denn? Wo kommt sie denn? Irgendwie kommt sie von nirgends. Auch gut. Hier muss doch irgendwo eine Feuerwehr jetzt langsam kommen. Wir haben schon auf schnell. Das brennt und keiner kommt. Komisch. Naja. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ganz gut aus. Hier entwickelt sich alles auch nochmal weiter. Mensch, richtig, richtig geil. Gefällt mir. Da steht unser Busbahnhof. Wunderbar. Ja, wunderbar. Das sieht richtig gut aus. Okay, wie machen wir weiter? Wo bleibt man stehen? Ich muss mal eben ganz schnell husten. Ich hoffe, ihr verzeiht. Vielleicht schneide ich es auch raus. Mal gucken. So, boah. Mensch, dass ich hier endlich mal wieder gescheit aufnehmen kann. Wird Zeit, dass ich mal wieder richtig gesund werde. Dass das hier klappt. Aber gut, okay, wir gucken mal weiter. Da haben wir jetzt ausgebaut. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, was hat er? Ihr meint immer noch Industrie, aber da wollen wir ja gar nicht aufspringen auf den Zug. Wir müssen jetzt gucken, dass wir langsam mal was für die Kultur tun. Da müssen wir jetzt echt mal gucken. Und vielleicht einen Hafen, das wäre mal nicht schlecht noch. Ein Hafen, den können wir echt mal bauen. Dann pendeln die auch noch schneller rüber. Nicht ein Bahnhof, genau, ein Bahnhof. Oder eben Bahnhof gleich hier ranklotzen. Ne? Wäre auch die Idee. Wenn dann ganz hin, wenn es geht. Nur mal schauen. Boote. 31.000 und wie viel kostet der? 575 pro Stunde. Und Zug zum Vergleich. 40.000 kostet aber weniger pro Stunde. Und bringt 500 Sims, Boot. Ich glaube 1.000 waren das. Ja, 1.000. Würde sich mehr rentieren, ne? Und das sähe hier oben auch, glaube ich, richtig nice aus. Das, glaube ich, werden wir auch machen. Aha, und dann wechselt das hier auch noch von der Anbindung, oder wie? Mhm. Okay, hier wird Oh, hier ist schon wieder Stau. Ey, das ist doch krass. Sag mal, wie viele Leute sind denn hier? Hier Park and Ride, das nimmt schon mal ein paar weg. Das ist gut. Ein paar Autos. Aber das ist echt krass. So, Busbahnhof. Halt, ich wollte eigentlich nicht hierhin klicken, sondern fragen, was er will, der Freund. Wahrscheinlich wieder zu viele. Wir brauchen mehr Busse. Machen wir. Kein Problem. Was hat er gemeint? Eine Garage. Ja, die können wir ihm doch genehmigen. Doch kein Ding. Achso, wir haben zu wenig Geld. Wie viel kostet die? 15.000. Boah. Das geht ganz schön ins Geld, ne? Richtig, richtig krass, was man da ausgeben muss. Aber gut. Hilft ja alles nichts. Alter, was da ein Stau ist, das ist doch nicht normal. Gut, das sind natürlich auch ein paar Kreuzungen zu viel. Das haben wir ein bisschen ungünstig gebaut. Aber trotzdem. Hm. Man könnte höchstens halt da die Verbindung aufheben. Da und da. Dann hätten wir die schon mal weg. Was rennen denn da jetzt so viele wieder rum? Gehen die zur Arbeit? Nee, das sind Schüler, oder? Hier steht, der nächste Bus sei schon vor 2 Minuten vorbeigekommen. Die warten anscheinend. Die kommen gerade von der Schule. Da wollte ich auch nochmal gucken. Schultechnisch. Ja, jetzt können wir es natürlich nicht mehr gucken. 64 von 350. Aber wie die ausgelastet ist. Bildungsniveau steigt. Schon 1,5
Hüte, was auch immer. Von daher passt das schon mal ganz gut. Ja, und hier entsteht echt das absolut geile Gebiet, ne? Ich frage mich nur, wieso hier oben noch nicht so richtig klappt. Haben die den Platz vielleicht nicht? Ich weiß es nicht. Nirgendwo was zum Einkaufen. Da wollten wir uns eigentlich auch noch drum kümmern. Das werde ich vielleicht hier noch so ein bisschen bauen. Dazu müssen wir erstmal schnell auf Stopp klicken. So, und dann, warte mal, wir machen erst das Ganze so. Zack. So, weg damit. Und dann wird hier mal kräftig abgerissen. So. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen was hinbauen. Da ist eh alles in Schutt und Asche. Das können wir auch noch gleich mit abreißen. Einer steht noch und der noch und der noch. So. Ist das auch so ein... Was ist das? Milchrösterei. Boah, geil. Okay, ein bisschen Bedarf an Gewerbegebiet ist ja auch da. Dann werden wir den auch gleich erfüllen, den Bedarf. Und das hier so hinsetzen. So, und hier auch noch gleich, würde ich sagen. Zack und zack. Beziehungsweise, komm, hier machen wir noch Wohngebiet. Schwupps. Okay. So, spulen wir wieder vor. Und gucken mal. Dann dürfte hier der Bedarf auf jeden Fall zurückgehen. Das passt. Dann könnte man hier auch noch der ein oder andere Plaza mit reinsetzen. Mal gucken. Ich finde ein bisschen, also Plaza ist dazu da, um wirklich das Industriegebiet, das Gewerbegebiet nochmal aufzufrischen. Und nochmal in eine neue Stufe zu heben. Aber das Problem ist einfach, die sind alle so breit, ne? Das finde ich ein bisschen komisch. Gut, das ist noch ein bisschen dünner. Dass man eher nach hinten hinaus baut, ne? Mal gucken. Würde ich erstmal lassen. Komm, lassen wir erstmal. So, da haben wir überall genug Parks. Das passt, aber da bin ich echt mal gespannt. Das haben wir erfüllt. Ob die sich hier noch weiterentwickeln, großartig. Alter, der Stau geht hier schon los. Das ist doch krass. Leute. Wie viel hier rein wollen, ne? Hammer. Absoluter Hammer. Wieso wohnt hier hinten keiner? Haben wir das vergessen? Nee, hier will keiner wohnen. Wir wünschen uns Straßenbahnen. Ja, die können wir uns auch bald kaufen. Wie viel kostet denn die Straßenbahn? Die macht vielleicht auch noch erstmal mehr Sinn als ein Schiffsdingens, ein Fernhafen. Dazu brauchen wir aber erstmal hier eine Anbindung. Was aber, glaube ich, auch hier ganz cool wäre. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich hoffe, das klappt, sonst würden wir jetzt ein bisschen Kohle... Ah, scheiße, da haben wir nicht so einen hingebaut. Also wir bauen sie hier rüber. Blöd. Blöd, hier haben wir das nicht, keine Hauptstraße gebaut. Da können wir die Straßenbahn gar nicht anfügen. Okay, Sportding werden wir jetzt nochmal ganz schnell ausprobieren. Ob das da reinpasst. Okay, das passt aber hier schon mal rein. Ja, das ist gut. Okay. Theoretisch können wir... Ja, jetzt, ich bin immer manchmal ein bisschen blöd. Zeige ich mit dem Finger wieder auf dem Desktop, um euch was zu zeigen. Hier so eine Straße noch ranzuhauen, zu klatschen. Und die dann so verbinden und da dann das Straßenbahnding hin... Ich weiß es nicht. Oder einfach hier daneben. Ich glaube, das macht straßentechnisch am meisten Sinn. Dazu müssen aber die erstmal upgraden wieder alle. Straßenbahn. Straßenbahn. So, das reicht, glaube ich, erstmal. Und das noch Straßenbahn. Und das Straßenbahn. Straßenbahn. So, jetzt haben wir hier eine Verbindung. Boah, krass. Zug, Straßenbahn, Autos. Das ist jetzt eine Megakreuzung. Das ist schon okay. Die Richtung müssen wir später machen. Hauptstraße, Straßenbahn, Hauptstraße, Straßenbahn, Hauptstraße, Straßenbahn. So. Hier weiß ich nicht, wollen wir hier auch noch eine Straßenbahn? Komm, hier machen wir auch noch. Okay, da haben wir schon die Kohle nicht mehr. Ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt da machen. Dann ist auch der Verkehr wieder ein bisschen besser noch. Wobei das auch nur dreispurig ist. Okay, Wasser und Strom sieht ein bisschen knapp aus. Oh ja. Oh ja, Gebäude brauchen mehr Strom. Oh, da müssen wir mal gucken. Und Wasser wohl auch so viel. Sind wir auch schon ein bisschen im Negativen. Können wir hier... Oh, jetzt ist natürlich hier genau kein Wasser, ne? Wo ich es jetzt wieder hingekloppt hätte. Okay, müssen wir mal gucken. Da müssen wir uns echt drum kümmern, dass da das Ganze nicht ein bisschen zu sehr in den Hintergrund rückt, ne? Hier drüben ist eigentlich recht blöd. Vielleicht, dass wir hier vorne noch 2, 3 hinstellen.
Ich meine, hier stört es keinen eigentlich. So, machen wir jetzt einfach mal. Zur Not können wir das Ganze auch wieder abreißen. Aber jetzt haben wir erstmal wieder Überschuss. Das ist in Ordnung. Strom ist halt das Problem. Und Bildung wird mir hier schon wieder angezeigt. Hier unten ein bisschen gelb. Was ist denn mit der Bildung? Ohne Licht kann in den Schulen nicht unter... Oh, jetzt haben die keinen Strom oder was? Doch. Stromkarte. Da fehlt so ein bisschen. Boah, Mist. Lucky in Schlappstadt schickt ihnen kein Wasser mehr. Die Reserven werden bald erschöpft sein. Krass, wie schnell das geht. Okay, Regionsansicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir trotzdem da noch was abkaufen können. Krankenwagen. Ah, können wir welche rüberschicken? Nee, das will ich nicht. Wasser. Geht nicht mehr. Okay, krass. Pendelt da eigentlich jemand zu uns auch irgendwie? Bildung? Nee. Nee. Mist, da kommt nie einer zu uns. Schade. Okay, gehen wir nochmal in die Stadtansicht. Müssen wir gucken, da müssen wir fast so ein Windkraftwerk noch bauen oder sowas, die Richtung, ne? Vor allem hier hinten müssen wir gucken, dass wir da möglichst schnell Strom kriegen, nicht, dass die ausziehen, die Freunde. Das wäre beschissen, wäre das. Mal gucken, der Krankenwagen von Schlappstadt kommt zur Hilfe, das ist schön. Das passt aber, die haben alle keinen Strom. Okay. Wohin damit jetzt? Hier so? Ist aber auch nicht passend irgendwie, finde ich. Hier wäre es eigentlich gut, noch hier mit ran zu klotzen, das Ding. Gucken wir mal. Vielleicht sogar hier sowas. Fehlt uns aber der Platz da nach hinten. Hier wäre es perfekt, das ist aber auch klar. Aber wir brauchen irgendwas, Atomkraftwerk, ne? Irgendwas, wo jetzt nicht unbedingt... Das ginge auch 16 km/h, das wäre auch relativ schnell. Könnte man noch hinbauen, ne? Wie viel kostet das? Ach, ja, komm, da können wir eigentlich nichts falsch machen mit. Frage ist nur, wohin? Warte mal, wir verlängern mal die Straße noch ein Stückchen. Drücken wir mal auf Pause, bevor die unzufrieden werden. Verlängern das Sträßchen noch ein Stück. Und gucken dann mal, ob wir es vielleicht hinten rankriegen ein bisschen. So. Strom. Würde ich den Bahnhof ganz gerne... geht natürlich wieder nicht. Oder passt der Bahnhof da rein? Ich glaube es ja fast nicht. Okay. Also wir bauen hier noch so rein und dann so... Wartet mal, probieren wir mal ganz schnell. Schwupps. Und jetzt hier, ja, passt natürlich nicht, war ja klar. Kann ja nicht immer alles gut gehen. Nee, dann müssen wir da echt den Bahnhof so ein bisschen komisch. Entweder wir machen es, wartet mal, Züge. Ach shit, wir müssen ja hier, oh, bin ich blöd, wir müssen ja das da noch anbauen. Dann können wir das auch gleich wieder abreißen, die Straße, blöd. Nee, dann bauen wir das jetzt einfach direkt daneben. Und dann passt das schon. So, Windkraftwerk. Da können wir eigentlich fast noch sowas dazu bauen. Zum einen ein Schildchen. Und zum anderen sowas. 5000. Müssen wir erst noch fortsetzen. Na, da bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Okay, das wieder abreißen. Zumindest mal ein Stückchen. Denn, dass da unser Zug hinpasst. So, komm, da muss mal jemand hinfahren. Wir brauchen langsam Leute. Nicht, dass die da hinten ausziehen. Ja, nämlich genau das passiert gerade, oder? Ne, Brand, okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank nur ein Brand, ne? Na dann. Ist ja in Ordnung. Okay. Ja, jetzt läuft's. Na wunderbar. Jetzt gucken wir mal auf den Strom. Zack, zack, zack. Dahin geht alles an. Wie viel wir dann letztendlich Überschuss haben. Und die Veranstaltung läuft doch schon wieder hier. Ja, bisher schon einen Gewinn von 5000 oder von knapp 6000 Euro. Mal gucken, ob noch was dazukommt. Aber sieht momentan irgendwie nicht so danach aus. Also ist ein bisschen schlechter sogar als zuletzt. Schauen wir mal. Aber ich meine, 6000 kannst du trotzdem immer ganz gerne mitnehmen, ne? Ist ja ganz klar. So. Passiert hier noch was? Kommt der Strom da jetzt endlich mal hin? Hallo? Jetzt hat. Jawohl. Hier unten auch. Dass die da mal zufrieden sind. Nicht, dass die mir ausziehen. Das brauchen wir jetzt gar nicht. Hier wird nochmal was gebaut. Sehr schön. Irgendein Haus. So, komm jetzt, mach mal hin hier. Ich will gucken, ob wir Überschuss haben, ob wir noch was bauen sollten, gleich mal vorsichtshalber. Oder ob der Überschuss groß ist. Aber der will hier nicht, der Freund.
Obwohl ich ja schon auf schnell hab. So, komm, dritt. Will er nicht. Okay, dann warten wir erstmal. Dann kümmern wir uns jetzt. Oh, Upgrade ist möglich. Das werden wir natürlich tun. Hier hinten ist unseres. Und zwar natürlich gebührend feiern. Mit einem Feuerwerkchen. Zu hohe Mieten. Ist das Problem gerade bei uns. Drum protestieren manche. Die Protestanten. Mich neulich anscheinend mal versprochen im Video. Kann gut sein. Nee, die Demonstranten natürlich. Okay. Und da können wir jetzt schon wieder anbauen, aber das möchte ich erstmal nicht. Okay, was war's? Nicht zu hohe Steuern, ne? Zu hohe Mieten. Okay, dann bauen wir jetzt halt mal den Zug noch nicht, aber die Straßenbahn. Verwaltung, ja, ich weiß, dass ich hier noch was dazu kloppen kann, aber will ich erstmal nicht. Und da hinten entsteht schon wieder sowas Großes, ne? Wahnsinn. Geht richtig flott. Vor allem an den Stellen, wo du das eigentlich nicht erwartest. Aber meine Meinung, also ganz ehrlich, das hier hinten muss meiner Meinung nach gar nicht größer werden. Denn wenn ich an Villenviertel denke, dann denke ich an sowas. Nicht an irgendwelche Hochhäuser oder solche Pensionen, sondern wirklich an solche schönen Häuserchen. Gut, wartet mal, was haben wir denn hier? Ist ein schönes. Sowas hier. Ist jetzt auch keine Villa, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So vom SimCity-Prinzip her ist das ja eine Villa dann. Also das finde ich recht cool. So, irgendwo waren wir stehen geblieben. Genau, bei der Straßenbahn. So. Lass da mal was hinbauen. Boah, nimmt das viel Platz weg. Das können wir da nicht hinbauen. Da auch nicht, denn da kommt das Sportdingens hin. Hier passt es überall nicht hin. Eieiei. Hier vielleicht so. Bauen wir es mal hier hin, würde ich sagen. So, vielleicht sogar ziemlich zentral. So, dann ist die nämlich angebunden. Und werden wir mal ein paar Haltestellen hier reinkloppen. Allerdings sollten wir da auch nicht so viele nehmen. Also nicht zu viele. Denn das staut natürlich auch wieder alles. Beziehungsweise verlängert die Wartezeit. So. Okay, dann sind die schon mal ganz gut versorgt. Dann werde ich schon mal für später hier ein bisschen upgraden. Aber wir haben nur noch 2000. Ja, dann wird es ein bisschen knapp werden vielleicht. Was haben wir denn jetzt da eingenommen? Jetzt sehen wir es. Obwohl, wir können hier nachgucken. Nicht hier. Hier können wir nachgucken. 11.000 haben wir noch eingenommen. Sehr geil. Okay, planen wir gleich nochmal. Ah, jetzt brauchen wir erst wieder 6.000. Die sollten wir aber ziemlich bald haben. Und dann können wir da nochmal planen. Denn, wie gesagt, da nimmt man durchaus immer mal ein bisschen Kohle ein. Das ist gar nicht so verkehrt. Hier wollten wir noch reingucken. Überschuss haben wir. Sehen wir gerade gar nichts, ne? Wieso auch immer. Komisch. Aber Strom haben schon alle, oder? Hoffe ich mal. Wartet mal, nicht die Karte, sondern... Was ist denn da die Stromkarte? Keim? Wind? Da, Strom, Schmarrn, das ist es natürlich. Ja, die haben alle. Ja, das passt alles. Okay, nee, dann brauchen wir uns da schon mal nicht weiter drum kümmern. Auch wenn das komisch ist, dass mir das hier nicht angezeigt wird. Ich weiß nicht warum. So, und jetzt ist es, glaube ich, soweit. Jawohl, und da haben wir es live mit dabei, da haben wir es endlich mal erlebt. Die Verbindung zu den SimCity-Servern ist nicht möglich, ich weiß nicht, was gemacht wird, aber ich wäre eh gerade dabei gewesen, die Folge zu beenden. Ich hoffe jetzt einfach mal, drückt mir die Daumen, dass alles gespeichert worden ist, die ganze Stadt, sonst haben wir ein Problem. Aber ich denke einfach mal schon, ich hoffe einfach mal schon und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal mit der 15. Folge der SimCity 5 Let's Plays. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!